So, Freunde, willkommen zurück zum zweiten Part der Aufnahmesession heute. Und zwar Pokémon Gelb. Part 4, willkommen zurück. Diesmal ein Part zu Part, wo ich nicht oft genug Gedöns gemacht habe. Wow, hier drin kann man sich echt leicht verlaufen. Ja, wenn man so dumm ist wie du schon. Alte Stulle. Aus dir eigenen Sandwich. Pokémon ist schlimm irgendwie. Ständig wird irgendwas Versautes traut, aber gut, das ist immer. Boah, das passt mir gerade gar nicht. Aber mal gucken, ruckzuck, was zieht er ab? Ist verkraftbar. Ich glaube, da kann ich ein bisschen rumbashen schon. Obwohl der Absorber nicht so wenig abzieht, wie ich es erwartet hatte vielleicht. Tschüss, du Opfer. So, Knuffenser. Jetzt tausche ich aber. Wird mir dazu blöd. Ich weiß, dass das Gift nebenbei ist. Von daher ist Metro hier die gute Wahl. Ja, Wachstum, da kannst du gerne wachsen. Ist mir egal. Tot bist du trotzdem. Dumdele, Kai besiegt die Göre. Oh nein, ich hab verloren. Gib mir die Poppeldollars, die Popeldollars. So, warte mal hier, ein Kleinstein, yeah. Dann hol ich erstmal ernst. Post wenden, da ich warte hier auf Zubats und keine Kleinsteins. Sowas brauche ich gar nicht. Da haben wir es auch schon. Tschüss, Mann, du Opfer. Tschüssi, hast du nicht gesehen. Tschüssikowski, wie kann man so gerne sagen. Aber ich glaube, das ist nichts Neues. So, was ist das hier für eine Leiter? Da geht's aber schon wieder optional irgendwo auf irgendeinen gedönslangen Weg. Ja, hallo Zubat. Tschüss, Zubat. Wir sehen uns. Oh. Oh, der lebt noch. Nein, hau dich nicht selber. Danke. Ach, du bist ein braves Pikachu. Magst du mich eigentlich? Jetzt muss ich mal hier. Magst du mich? Ja, ein Pikachu. Ja, er mag mich super. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das Item kann ich mir stibitzen. Tyrmines, das müsste mega Hieb sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Boah, ich weiß echt jeden Mist noch. Ist voll ätzend. Also fast jeden Mist. Wir drehen hier ein dickes Ding. Na, dann nimm mal ab. Mach dich vom Acker. Wie, aber hier ist doch eine Höhle. Ist da gar kein Acker. Gut, wir nerven jetzt keine Gegner. Es reicht ja schon, wenn ich euch genug nerve, nicht wahr? Also, ich mein Zubat. Hier, tschüss, Mann. Haust du. Bis später. Ja, der will natürlich noch ein bisschen Blut sehen. Ich will totes Pokémon sehen und ein paar Experience. So, dann hier Retter. Da ist wieder Smetbo, die Superwahl. Ach, Psycho ist einfach nur geil. Ja. Du kannst mich mal, du Affe. So, Smetbo leider noch nicht 15 und Pikachu auch noch nicht 16. Du bist eine harte Nuss, Kleiner. Mit 360 Poppeldollars bin ich da ganz gut bedient. Und hier ist nämlich noch was. Ein Äther, Mann. Wie auch immer ein Äther im Stein steckt. Ich will es gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, ja, ist ja gut hier. Tschüss, Mann. Haust du, bis später. Und? Immer noch kein 16. Gut. Warte mal, mach es mir einen der Tränke hier einpfeifen. Wut. Pikachu ein bisschen aufpumpen. Ey, du bist voll gepimpt, Alter, weißt du? So. Hab erledigt. Oh Gott, Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Obwohl Pikachu eigentlich seine 16 haben soll. Ich glaube, das kann ich mal ganz kurz arrangieren hier. Oh mein Gott, On-Screen-Training. Sowas mache ich extrem selten bei Pokémon. Wird auch in Zukunft sehr selten vorkommen, dass ich da sowas mache. Aber da habe ich meine 16. So, das wäre erledigt. Dann würde ich sagen, wer kommt denn jetzt hoch? Ach, Nidoran, komm, du entwickelst dich mit 16. Das ist immer some kind of attractive, nicht wahr? Das ist immer sehr attraktiv. Bist du auch auf Forschungsreise? Wieso was du vorstellen? Hast du dein Hirn verloren und willst es jetzt suchen? Du Teenager, ist übrigens einer, der den Namen, die ich früher nicht aussprechen konnte, weil man noch kein Englisch konnte, Heike mal Tenneker gesagt. Ja. Tenaga. Müsste man sich ja denn Deutsch aussprechen. Tenneker. Ja, gut, genug alte Kindergeschichten. Oh Gott, der setzt ruckzuck ein, die alte Potsau. Natürlich erstmal nochmal richtig reinzimmern, bevor man dann verreckt gegen den Doppelkick. Was ja noch nicht ganz schwer ist, ja, stirbt doch mal endlich schneller hier. So, was setzt jetzt ein, der Text verpasst? Scheiße. Nehmen wir an, noch ein Ratzfratz. Ja, genau. Und nochmal Ruckzuckieb. Und nochmal Doppelkick. Und nochmal EPs für mich. Ein Zubat. Ne, okay, das passt nicht mehr so gut, weil der Blutsauger gegen Gift sehr effektiv ist. Setze ich denn da jetzt ein? Ach, komm, Taubsi. Hier kriegst du Ruckzuckieb auf die Schnauze. Oh, geh mir weg mit Superschall, Alter. Ja, doch. Mich selbst geschlagen. Aber nur, passiert nur einmal. Nie wieder. Ah, nie wieder ist gut, ne? Der Witz war echt gut. So, hier sind doch noch irgendwelche. Ja, irgendwelche Nerven in den wilden Pokémon, aber das ist ja ein anderes Thema. So, hier. Oh, doa. Blöder Assi. Und tschüss. Oh, Level 15. Dumm. Und ich glaube, auch dem werde ich mal einen Trank reinpfeifen, weil der soll noch ein Weilchen erhalten bleiben. So. Jetzt muss ich mal gucken. Taubsi 14. Smetbo auch noch 14. Kann ich gerne mal nach oben packen. Taubsi hat ja eigentlich nichts zu leveln. Also gegen Kleinschätz das recht nicht. Gegen. Oh, Manu. Ja, gegen die schon eher. Gegen Zubat. So, Konfusion. Tschüss. Aus. Okay, er saugt mir vorher nochmal richtig einen runter. Also jetzt aber Feierabend hier. Was ist, heißt halt Blutsauger. Was kann ich dafür, dass ich denn das Wort Saugen ausspreche? Und da habe ich auch meinen Mondstein. Den brauche ich ja, wenn ich mir einen Nidoking machen will. So, hier unten sind keine Items mehr.
Aber das dürfte ein Wanderer sein, den nehme ich natürlich noch mit. Wanderer, da wäre natürlich Minky auch wieder mal gut dran, ne? Mit seinem Fußkick, weil jeder fällt um, wenn er einen stinkenden Fuß ins Gesicht kriegt. Hilfe, Überfall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Na, nur ein Kind, ich geb dir gleich mal nur ein Kind, dann kriegst du vom nur ein Kind auf die Fresse. Alte Fettbacke. Geh mal abnehmen. Hilft doch keine Fettabsaugung mehr, da hilft bloß noch die ganzen Fettzellen auslöschen irgendwie. Da macht man ja beim Fettabsaugen, ne? Mir war so, dass ich da mal was gelesen hab. Nicht, dass ich's bräuchte. Nee, überhaupt nicht. Mit Spaß beiseite. Fußkick und tschüss, Mann. Auch wenn der erste schon wieder daneben ging, wenn ich das gerade richtig beobachtet habe hier. Noch eins, noch ein Fußkick. Ja, toll. Ausgewichen, super. Ist übrigens das Zurückweichen, was man aus späteren Editionen irgendwie so ein bisschen besser beschrieben hat. Ausweichen ist ja, wie, aber warum hat er meine Attacke getroffen? Das habe ich mich jedenfalls immer so gefragt. So gut ein Onix. Pikachu wäre eine total gute Wahl, aber ich glaube, ich überlasse das Mankey. Der könnte auch so ein, zwei Punkte abziehen. Ja, doch, das sieht gut aus, aber da schaffe ich keinen Kratzer, da muss ich noch... Mann. Blöder Assi, verrückter Mann. So, jetzt. Und da ist auch Mankey Level 15. Bau. Oh, Mankey lernt da Karateschlag. Hoja! Ja, jetzt ist er ein kleiner, wie sagt man dazu, ne? Karateka halt, ne? Die heißen so, ohne Witz. Kein Scherz, die heißen wirklich Karateka. So heißt auch eine Klasse bei einem der Final Fantasy für den DS, habe ich mal gelesen, habe ich nämlich hier, aber gut. Also ihr habt bestimmt schon mitbekommen, Pipi habe ich nicht vor zu trainieren, wenn es als letztes Pokémon da ist, wird es allerdings auch benutzt. Aber das ist ja logisch. So, hier mal durch, Taubsi, kann er mal als nächstes mal ein paar Levels upkriegen. Da ist er erst noch Level 14 und das wäre schon ganz cool, wenn ich dann Tauboga hätte. Ruckzucki, boah ja toll, er saugt nur einmal richtig an mir rum. Jetzt vergessen, du Affe, du. So, immer ein bisschen mit Beschleunigung. Oh Gott, Kleinstein. Ja, tschüssi, Hoste, bis später. So, wir sind doch irgendwo Trainer, oder? Trainer geben nämlich immer very good experience. Dagegen sind die alle nur Noobs. Da ist nämlich noch einer. Komm ich den mit Hopsi mache? Ja. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Ich hab doch gar nichts gemacht, du hast mich da rausgefordert. Domina Freak, Alter. Mit Peitsche hier und. Bist du denn für ein Opfer, bitte? Kriegst du auf die Schnauze, kannst du wissen. So, ich muss mal erwähnen, zum Glück ist das Ding da. Fickendreck, Volltreffer, der kam natürlich sehr ungünstig jetzt. Mein Taubsi. Blöder Homo. Confusion. Tschüss, mal, du Opfer. Und da ist auch Smapbo Level 15. Und versucht Schlafpuder zu erlernen. Ich liebe Schlafpuder. Das ist so eine böse Attacke. Also meistens, wenn sie denn trifft, ist sie böse. Ja, stark ist ein Giftpuder. Paralyse setze ich eher an als mal ein Gift, weil Gift, naja, zieht bloß ein bisschen was ab. Gibt keine Statusveränderung, nervt nicht wirklich. Gift, naja, kannst du vielleicht mit Toxin machen, aber nicht mit Giftpuder. So, jetzt war das jetzt, der Scheiß, jetzt weiß ich nicht, was da einsetzt. Ach man, oh verdammt. Ach komm, Pikachu. Die anderen sind hier schon wieder auf die Spur, du musst ein bisschen den anderen im Voraus sein, ne? Bam, tschüss, Opfer, tschüss, Hause. Ich bin sauer! Na, selber schuld, wenn du mich herausforderst. Die lerne es auch nie. Ich leg sie übers Knie. Dumm, dumm. Huch. Oh, ein Paras. Das ist ziemlich selten. Ich könnte es ja mitnehmen. Ich glaube ja doch. Wenn es überlebt, dann nehme ich das mit auf jeden Fall. Oh, locker. Oh, verwirrt. Wie paralysiert? Sowas kann der? Warum bin ich da dauernd paralysiert? Lass mich doch angreifen, du Arsch. Schlaf, Bruder. Schlaf weiter, du Opfer. Direkt aufgewacht. Gut, jetzt muss ich natürlich potten, weil sonst gibt mir Smetbo auch noch Hops, da habe ich keine Lust drauf. Und oh, weggeschlitzt. So, jetzt würde ich natürlich gerne einen Schlafpuder einsetzen, um ihn besser fangen zu können. Oh, hör auf, paralysiert zu sein! Geht doch. Meine Fresse. Ich glaube, mir hackt die Gesichtshälfte. So, Paras wurde gefangen. Zu Kosten von Smetbos Gesundheit. Aber was soll's. So, Spitznamen? Nein, brauche ich nicht. Auf den Guest-PC. Nur da gibt's Gas. Da kriegt man also Gastränen, wenn man die tötet. Kleiner Insider. So, habe ich noch Paralyse? Ich brauche was Paralyse heilen. Ich habe nichts Paralyse heilen. Ist dabei. Verdammt! Scheiße. So, Sonderbonks. Ich bin da so einer der Spart-Sonderbonks. Aber jetzt kann man da noch sehr gut bei wilden Poppelmonsters trainieren. Mein Trank wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Oder lass ich ihn einfach hops gehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, nee, ich habe keinen Bock, dass mit dem mehr hops geht. Was ich aber jetzt mal mache, ist Nidoran da umpacken, damit er sich nicht entwickelt. Dann habe ich nämlich meinen Nidorino. Ganz schönes Nidorinoceros. Ein Pipi, cool.
Das ist natürlich mein Doppelkick wieder mal, den ich jetzt übrigens mal hier ein bisschen umlager. Der ganze unnütze Mist ist bei mir mal unten, damit ich da mal hier so ein bisschen umlagern kann. Oh, tschüss, Pipi, haust du, gibt auch gut Experience. Na, okay, 100. Das ist jetzt Peanuts, aber... Also im Vergleich zu Trainer natürlich. Wilde Pokémon... Oh, jetzt hat gerade Hornattacke eingesetzt. Was kommt von der Immunauto-Beschleunigung? Naja, ist ja gut. Der gibt gute Experience. 130 ist ja schon mal ein bisschen mehr wenigstens. Aber Trainer geben immer noch die geilste Erfahrung. Das finde ich so scheiße, wenn man einen wilden Pokémon so lange braucht zum Trainieren. So, jetzt muss ich überlegen. Ich hätte gern... Also, jetzt muss ich überlegen. Also, gleich kommt die Szene, wo man sich... Huch, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe da was ganz leicht meinen Joystick angetippt. Ist der so empfindlich? Ist ja voll empfindlich. Oh Mann, warum setze ich immer Hornattacke ein, ich Trottel? Tschüss, du Opfer. Hau doch ab. Tschüss, Mann. So. Gleich kommt nämlich die Szene, in der man sich ein Fossil aussucht und ja, ne, ich glaube, das Helix-Fossil war, ich muss überlegen, also es gab ein Helix und ein Dom-Fossil. Helix klingt cooler und es war das weniger coolere Pokémon, und zwar Amoroso. Ich fand Kabuto aber allerdings immer toller, auch wenn es, finde ich, so zum Kämpfen eher nutzlos ist, weil die Attacken, die es lernt, total beschissen sind. Also denke ich mal, hole ich mir doch ein Amoroso. Huch, ja. Hallöchen allerseits. Was störst du mich? Ich wollte gerade einen Kampf hinlegen, Mann. So. Sind irgendwelche Poppelmonsters oder Items? Nö. Und da ist der Typ, gegen den muss ich kämpfen. Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst! Die Fossilien gehören mir! Lass uns das in einem Pokémon-Battle entscheiden! Dum-dum-dum. Ich glaube, es ist ein bisschen leiser heute hier. Wartet mal, ich muss, glaube ich, mal was einstellen. Moment, ganz kurz. Sound, Lautstärke. Ah, ich hatte den runtergestellt. Ah, schon besser. Oh, ein Slimer. Bist du räudig? Los, Stachel. Bringt doch gar nichts, aber... Es tut wirklich weh. Wie auch immer man ein Horn in einen Schleimberg schrammt, das kann ihm doch gar nicht wehtun. Oh, der Doppelblick blockiert. Schön, Aussetzer blockiert nämlich immer die Attacke, die als letztes eingesetzt wurde. Haha. Du Freak. Volltreffer und du bist down. Und ich erreiche mit Nidoran Level 16. Geil. Und damit wird's nach dem Kampf zum Nidorino. So, jetzt sind wir ein bisschen fast zu laut. Bada, badam. So, was hat jetzt eingesetzt? Ich glaube, was gut für Smetbo war. Denn es war das erste... Ach nee, ach, verdammt. Fail, ja. Komm schon. Ja, tschüss, Mann. So, da gab es auch schon 260 EP, sagst du einfach nur geil. So, Smogmon ist natürlich auch sehr günstig. Jetzt mein... Fick dich! Nein. Ahaha, er hat es nicht geschafft. Und damit... Och, Mann, verdammt, ich dachte, Smetbo kriegt mein Level. Na gut, ich gebe dir eins ab. Aber nur eins, schon klar. Oh, Nidoran entwickelt sich. Und damit eine Läuferentwicklung. Dum, dum, da, dum, dum, dum. Jetzt auf keinen Fall B drücken, sonst unterbricht man die Entwicklung. Nidoran wurde zu Nidorino. Coole Sache. So. Die werde ich auch noch nicht gleich entwickeln, auch wenn ich es könnte. Dann hätte ich jetzt gleich Nidoking. Wäre aber sinnlos, weil die lernen, nachdem man die Steine benutzt hat, keine Attacken mehr. Ist ein bisschen doof. Also muss ich jetzt gucken, dass er mir bestimmte Attacken lernt. Was nehme ich denn da ein bisschen mit? Also, ja, eigentlich... Ja, Gift ist jetzt nicht so der prickelnde Typ, muss man ja dazu sagen. Also, ist nur gegen Pflanzeneffektivität und Pflanze hat hier oft noch den Gift-Typ nebenbei, sogar Bisasam. Dadurch ist Gift gegen Pflanze auch oft hier nutzlos sogar. Ist schon doof irgendwie. So, was setze ich jetzt ein nach oben? Ich glaube, Mankey, der ist noch ganz gut in Schuss und ist noch nicht Level 16. Smetbo geht gleich hops, glaube ich. Den kann ich auch nicht mehr lange einsetzen. So, was haben wir hier? Du möchtest das Helix-Fossil? Ja, ich will dich mal Amoroso. Denn vom Attackenset und so ist es ja doch schon nützlicher. Okay, dann gehört das hier mir. Dum-dum-dum-dum-dum. Warum wir uns dafür freuen? So, und ich glaube, gleich begegnet uns ein altbekannter Gegner. Genau, bleib auf der Stelle stehen! Pikachu, hinter mich, die wollen dich klauen, oder? Das Fossil gehört Team Rocket, gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Ja, Team Rocket macht wieder mal Ärger. Oh Gott, ich wusste mal auswendig, wie dieser scheiß Spruch geht. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Na, bekämpft uns nicht. Mehr uns genau, oder die hat erinnert, weiß ich noch. Schön, super. So, wir haben jetzt eine neue Attacke. Karateschlag, die ist normal. Das heißt, die kann ich einsetzen. Und das ist eine Attacke, die sehr oft ein Volltreffer. Extrem oft ein Volltreffer. Toll, ich wurde vergiftet, du blöde Potsau. Und habt ihr gesehen, schon wieder ein Volltreffer. Das ist einfach nur geil. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich setze mal meinen Fußkick ein. Hier kriegst du einen stinkenden Fuß ins Gesicht. Tschüss, Mann. So.
Damit wäre Bussen aus Magmann übrigens, das sind übrigens die Original-Pokémon aus der Serie. Und entwickelt in dem Fall noch, wir kennen sie alle als Arbok und Smookmook. Ne, nicht wahr? So, Pikachu muss ja auch einmal mit Donnerblitz. Pikachu, das war wieder mal ein Schuss in Klo. Ne, in Ofen. Ins Klo wäre aber cool. Das spritzt so schön. Oh Gott, das sieht ja gar nichts ab. Was ist denn für ein lame Pokémon? Okay, ist schon Level 14. Oh, noch einer vergiftet. Das ist doch ein Witz. So ein Balk hat uns besiegt. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Bekämpft uns lieber oder gibt uns nicht oder ich habe keine Ahnung. Ich wusste es mal. Oh, na, da muss ich gleich mal was gegen unternehmen. Ich habe ja Gegengifte mitgenommen. Nun doch zum Glück mehr oder weniger. Ja, nochmal eins bitte. So, zack, geheilt. Und raus hier. Da, irgendwo, gleich kommt der Ausgang. Wir sind draußen. Ja, geil, Mann. Dum, 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 dum. Route 4, Mondberg. At Sirius City. Da sind wir nun hin unterwegs und ich glaube, es gibt noch ein, zwei Trainer hier auf dem Weg. Muss mal gucken, wo waren die denn überhaupt? Und dann bald können wir auch unsere ersten Starter-Pokémon ins die Arme schließen. Das war gerade total bescheuert, irgendwie, aber egal. So, geht's hier nicht irgendwo weiter? Hier war doch ein Trainer noch, oder? Nee, doch nicht. Oder? Wofür ist hier noch ein Item? TM4! Stopp. Eingesteckt. Da ist noch ein Trainer, aber da komme ich nicht ran. Ich wollte gerade nicht in Rasen springen, aber gut, was soll's. Hier geht's nun weiter. Wir kommen auch vorerst nicht zurück. Es geht nicht zurück momentan zu den Mondberg-Döns. Das heißt, wir müssen uns unseren Blick vorwärts richten in die blaue Stadt. Also wieder mal eine Farbänderung. Ach, das liebe ich so an Gelb. So, der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Wow. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Ja, voll lustig, du Trottel. Schon mal alle Pokémon gesucht, Alter. Das kannst du auch Ostereier suchen. Bam, badam, bam. So, hier werde ich ja mal durchlaufen, weil hier gab es nämlich irgendwo einen Sonderbon. Ich muss mal gut mal gucken, ob ich den finde. Immer auf der Line war das. Mal gucken. A, drücken, A, drücken, A, drücken, A, drücken, A, drücken, A. Und ich finde ihn nicht. Warum nicht? Warum finde ich den Sonderbons nicht? Ha! Kai findet Sonderbons. Cool, da haben wir noch einen zweiten bekommen. So, was erzählst du mir hier nicht? Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Ohren. Wie ich sehe, hast du dir bereits Ohren verdient. Die Ohren sind Geheimnis und Wurm. Also dann, über welchen Ohren soll ich dir etwas erzählen? Ja, hier kann man sich die Geschichte des voll der interessanten Ohren anhören, wo sie geprägt wurden, was weiß der Geier. So, ist hier was im Müll immer? Nö, das ist ja hier immer noch nicht der Fall. Auf jeden Fall sind wir erstmal angekommen in der Sirius City. Und hier gibt's auch bald, wenn man hier oben langlaufen würde, den ersten Kampf. Sieht man den da oben nicht schon? Nee. Gary begegnet uns noch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon verraten, wie er uns entgegentritt. Hier ist auch schon die Arena. Ich glaube, da ist aber noch niemand, oder? Du bist auch ein Trainer. Nur zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Hä? Ja. Was auch immer. Ich würde sagen, einfach mal wieder mal eine Heilungskur machen. Vollkommen geheilt. Komm, jederzeit wieder vorbei. So. Und ich überlege auch, irgendwie was zu machen, weil ich weiß nicht, was in dem Haus drin ist. Nämlich einer unserer Starter. Nämlich das süße Bisasam. Bisasam. Allerdings braucht unser Pikachu sehr viel Harmonie. Pika, Pika. Springt schon. Es ist schon glücklich. Reicht das? Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der dafür sorgt. Ja, und dann würde es normalerweise weitergehen, wenn wir denn ein guter Trainer besitzen. Ich setze mich jetzt in die Ecke und heule. Ich könnte natürlich diesen Tranktrick benutzen, um Pikachu jetzt so ein bisschen, hochzudrehen. Los, friss Tränke, du Pokémon. Das ist natürlich auch voll positiv gemeint und überhaupt nicht negativ, nicht wahr? So, hier darf man auch nicht durch. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Na, sonst gibt es ja sonst keine bösen Menschen in Pokémon. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Also die im Spiel scheinen keine Knarre zu benutzen, aber Bang, Headshot und Schuss, Mann. Kennen die hier nicht, gibt's nicht, da wird immer mit Pokémon gekämpft. So, was sagst du, empfiehlst du hier? Oh nein, wieder nicht. Hä? Elektroball bummelt herum. Achso, das sind die Pokémon, die überlevelt sind, die man mit getauscht bekommen hat. Wenn man nämlich noch nicht genug ordnet, dann gehören die einem nicht. Mit Schutz kannst du dir Käfer und schwächere Pokémon vom Leib halten. Außerdem ist das stärkste aber noch nicht speziell setzen. Richtig, das weiß eigentlich auch jeder, denn Schutz richtet sich nach dem. Was bis jetzt? Ja, weiß ich. Donnermann, dann erreicht das den nächsten Level. Cool, Mann. Ja, genau, wenn man nämlich den Schutz benutzt, dann lenkt man alle wilden Pokémon ab, die unter dem Level sind, von dem Pokémon, das ganz oben steht. Bringt also nur in Gegenden, wo die Pokémon schwächer sind als man selbst.
So kann ich mich hier schon mal eindecken mit so ein paar Items. Wäre schon mal geil. Auf jeden Fall ein paar Tränke. Nehme ich nochmal ein paar mit. So, 5 müssen ja eine reichen. So, dann hier noch ein paar Pokébälle einstecken. So viel Geld habe ich auch noch nicht leider jetzt. Flap. So, noch ein paar Items davon. Ach nee, noch mehr Wolken. So, Aufwecker. Ein paar Heiler muss ich auch noch ein, zwei mitnehmen, offenbar. So. Gegengift auch noch 2 mit. Und dann ist eigentlich alles soweit erledigt. Ich denke mal, das können wir jetzt erstmal jetzt schenken. Wir haben erstmal soweit alles getan. Hier gibt es auch Fahrräder. Allerdings sind die extrem teuer. Ja. Nee, du verkaufst uns eins für 1 Million Pocket-Dollar oder so, ne? Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Die sehen alle gleich aus. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du das haben? Total. Kannst es dir nicht leisten. Das ist übrigens nicht möglich, sich das zu kaufen, weil die Pokédollar gehen bloß bis 999.999 Pokédollar. Weiter geht's nicht. Also kann man sich das Fahrrad nicht auf legalen Wege holen. Man muss da anders rankommen. Wie werden wir natürlich weiter im Let's Play auch sehen. So wie ist Taubsi ein bisschen andere Level, oder? Pikachu noch ein bisschen hier runter und so. Jetzt wäre halt in der richtigen Reihenfolge. Pipi kann ich das Ding erstmal abgeben. Denn wir kriegen trotzdem noch einen Starter, auch wenn Bisasam noch nicht in unser Team eintritt. Ich denke mal, zum nächsten Part werde ich ein bisschen Offscreen trainieren und mich dann hier an den Gegner machen, der uns hier entgegentritt. Freunde, also ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und bis dahin, genießt die Zeit in Azuria City. Ciao.